Ich denke insgesamt, was ein gerechtes Unentschieden. Ich glaube, dass wir beim Boxen gibt es so eine Art Punktsieger in der ersten Halbzeit vielleicht etwas leichten Punktvorteil hatten. Unabhängig davon hatte den wahrscheinlich Würzburg in der zweiten Halbzeit. Ja, deshalb müssen wir mit dem Punkt leben, können auch mit dem Punkt gut leben. Klar hätten wir gerne nach dem Auswärtssieg, dem ersten letzte Woche nachgelegt. Unabhängig davon denke ich, dass wir einfach auch schon stabiler geworden sind, weil wir hinten raus jetzt nicht mehr groß die Angst, ja, Angst hat man immer, aber nicht mehr so wie sonst schon mal, dass wir immer noch mal einen kriegen, sondern stehen schon stabil. Wir haben von den letzten 6 Auswärtsspielen auch nur 1 verloren, unglücklich in Magdeburg. Von daher zeigt das, dass wir auch auswärts mittlerweile sehr stabil sind. Ich glaube, wenn wir erste Halbzeit vielleicht einen Kopfballer reinmachen, weiß man nicht, dann glaube ich, eine gute Möglichkeiten gehabt. Unabhängig davon, wie gesagt, denke ich, das Unentschieden war gerecht. Ja, und haben jetzt nächste Woche noch ein Jahresendspiel, das letzte Spiel in diesem Jahr. Und da wollen wir unbedingt 3 Punkte holen, um dann in Ruhe Weihnachten feiern zu können.